Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr hartnäckigen krassen Flecken zur Neige kommt oder auf die Schliche kommt. Ja gut, gemerkt haben wir sie ja schon, aber wie wir sie wieder wegkriegen. In dem Fall benutze ich immer ein Oxyfix Reiniger, also ein Reiniger mit Sauerstoff Formel. Das ist so ein Spray. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal hier Kochwäsche. Und ich habe hier wirklich dreckige Sachen, wie ihr seht. Ne? Und die sind echt super dreckig geworden. Hier haben wir Grasflecken, dann haben wir hier Küchenfettflecken, hier haben wir etwas Öl, hier haben wir diverse andere, alles schmutzig. So, also, rein mit eurer Kochwäsche. Da nehmt ihr das Spray und sprayt die Flecken mal richtig schön ein. Jetzt ist es wichtig, dass ihr innerhalb der nächsten 5 Minuten bis 10 Minuten die Wäsche auch hineinballert und dann auch, dass sie rotiert und feucht bleibt. Denn das darf jetzt nicht austrocknen. Wir haben es jetzt eingesprayt mit dem Sauerstoffreiniger und können dann direkt die fleckenbehaftete Baumwollsachen reinballern. Das solltet ihr hier nicht mit ganz dunkler Wäsche machen, sondern nur mit heller oder farbechten Textilien, steht da auch drauf. Das heißt also, wie hier, das Zeug ist aus Baumwolle gemacht und die Fäden sind sehr farbecht. Ne? Das haben wir ja schon mal öfters bewiesen, weil wir sie ja auch schon oft gekocht haben. So, wir sprayen alles schön ein. Das muss jetzt nicht triefen, aber überall sollte dieser Reiniger hinkommen. Ihr seht auch wieder so einen leichten Film bildet da drauf. Und dann einfach zur Wäsche dazu. Ich glaube, hier habe ich noch nicht. So. Und die Teile gehen auch ganz gut raus danach. Es kann sein, wenn es zu krass ist, dass ihr das nochmal wiederholen müsst beim nächsten Waschgang. Aber es ist ja trotzdem dann rein. Ihr könnt es benutzen, es sind halt nur leichte Flecken drin. Dann benutzt es einfach nochmal und dann sind die Flecken wirklich weg. Nur wichtig ist, macht das nicht bei ganz dunkler Wäsche. Die könnte an den Stellen dann, wo ihr das aufgetragen habt, heller werden. So rein damit in die Kochwäsche. Oh, unsere Wäsche ist nun bereit. Das heißt, wir können die Schotten schließen. Die Luke drückt ihr einfach zu. Und jetzt müssen wir natürlich noch zum Waschmittel kommen. Wir haben hier ja weiße Wäsche. Wir haben helle Wäsche, helle und weiße und Baumwolle. Das heißt, wir können es kochen. Deshalb werden wir ein Universalwaschmittel benutzen. Denn im Gegensatz zu einem Color-Waschmittel hat ein Universal-Waschmittel die Fähigkeit, es aufzuhellen. Da sind so Bleichfreunde drin. Die machen alles schön hell oder lassen es heller werden, lassen es weißer werden. Deshalb nutzt kein Color-Waschmittel, nö, für eure Weißwäsche, weil da wird es so grau werden, die Wäsche. Das wollen wir ja nicht. Also nutzen wir ein Universal-Waschmittel. Das ist in dem Fall ein Pulver, das gibt es natürlich auch noch in anderer Form. An der Seite findet ihr immer die Dosieranleitung, wie viel ihr da reinkippen sollt. Hier haben wir jetzt weich, mittelhart, das ist die Härtegrad eures Waschers. Das könnt ihr zum Beispiel bei den Stadtwerken erfahren. Dann leichter Verschmutzung, normale oder stark. In unserem Fall heute ist es wirklich stark verschmutzt und wir haben weiches Wasser. Das heißt, wir gehen so auf 145 Milliliter, können auch 150 sein. Das ist jetzt nicht so tragisch. Wenn ihr könnt euch daran tasten. Nehmt euch so ein Freundchen hier, das heißt, wir füllen jetzt bis hier auf. Ein Dosierfreund. Und ihr könnt euch auch dran fassen, wenn ihr beim ersten Mal zum Beispiel merkt, ja, das war nicht so richtig, dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr nehmen. Das ist so ein Schleifen, ein Prozess, den ihr mit Erfahrung sammeln könnt. Weil falsch machen, großartig, kann man da jetzt nicht viel, außer ihr würdet das falsche Waschmittel benutzen. So, wo kommt denn unser Pulverwaschmittel rein? Wenn ihr links aufmacht, dann seht ihr eine Kammer. 1, dann eine Blume und eine 2. Die 1 ist die Vorwäsche, die wir eigentlich gar nicht mehr benutzen heutzutage. Die 2 ist der Weichspüler, das macht schön duftelig. Und die 2 ist der Hauptwaschgang. Und in den Hauptwaschgang packen wir jetzt unser Pulver dazu. So, hinein mit dem Pulver. Schön verteilen. Und dann haben wir auch schon alles bereit. Jetzt können wir diese Schotte auch wieder schließen. Denn dort wird gleich das Wasser durchfließen. Das Wasser immer checken, ob es an ist, ob es aufgedreht ist.
Und dann setzen wir uns oder stellen uns vor die Maschine, machen sie an am Anschaltknopf und sehen dann hier ein Wählrad. Dieses Wählrad hat Koch, Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, bla bla bla. Bei uns heute ist es wichtig, dass wir nach rechts uns bewegen in die Koch, Buntwaschprogrammszeile. Und zwar auf 95 Grad, das ist die höchste Stufe. Achtet darauf, Baumwolle hell, dann kann auch nicht so viel passieren. So, 95 Grad Kochbuntwäsche. Jetzt haben wir hier drüben den Timer. 1,5. Ups, Bügelleicht brauchen wir gar nicht. Schnellwäsche, Bügelleicht machen wir aus. Schnellwaschgang, der würde uns nur 10 Minuten bringen. Also lassen wir den Schnellwaschgang weg. Bügelleicht brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Extra spülen brauchen wir überhaupt nicht, weil das extra Wasser braucht. Intensiv, boah, nee, brauchen wir auch nicht. Und die Vorwäsche lassen wir auch aus. Also nochmal, hier unten alles auslassen. Es reicht heutzutage mit den Waschmitteln einen normalen Waschgang zu machen. Kontrolliert nur die Temperatur und die Umdrehungen bei Baumwolle, was wir ja benutzen, ist bei 1200 wirklich gut. Dann kommt es nämlich leicht vorgetrocknet raus und ihr müsst nicht mehr so lange rumtrocknen. So, also nochmal, 95 Grad Kochwäsche. Das dauert uns jetzt 1 Stunde 59 Minuten. Hier unten brauchen wir nichts einstellen. Da die Umdrehungen sind auch in Ordnung. Das heißt, wir können anfangen und jetzt wird gewaschen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.